Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich nehme dich heute wieder so ein bisschen mit. Ich habe gerade schon gefrühstückt und jetzt wollte ich mich einmal fertig machen und dabei dir auch die Neuerung zeigen, die hier im Badezimmer passiert ist. Und so hatte ich dir erzählt, dass die Waschbecken zu tief waren. Vielleicht erinnerst du dich noch, die gingen mir irgendwie nur bis zum Knie. Also 10 cm wurden sie jetzt nochmal erhöht und seitdem ist das eine sehr angenehme Höhe. Und dann auch noch mit diesen hohen Wasserhähnen, die jetzt dazugekommen sind, kann man sich jetzt hier wirklich normal fertig machen. Vorher war das wirklich so eine Bückerei und das war ganz interessant. Ganz viele aus der Community meinten zu mir, ja, das wurde extra so geplant, weil wahrscheinlich die Verkäufer schon daran gedacht haben, falls sie dann im Rollstuhl sitzen, dass sie dann eben so tiefe Waschbecken haben. Also tatsächlich schon so weit gedacht, dass sie dann wirklich hier mit dem Rollstuhl immer reinkommen können und dann ja, sich fertig machen können. Aber für uns wäre es zu tief gewesen, deswegen bin ich froh, dass es jetzt einmal angehoben wurde. Ist auch auf jeden Fall für unsere Rücken jetzt so ein bisschen angenehmer. Meine dicke Kuh sieht so aus gerade. Ja, jederzeit kann es losgehen. Also der Countdown, es macht mich so ein bisschen hibbelig, dieses Warten auf die Wehen, auf die Geburt. Und auch, wenn das Babymädchen jetzt nicht früher kommen würde, so wie ich es mir denke, würde jetzt auch der Countdown bis zum ET beginnen. Also da haben wir jetzt auch nicht mehr so lange hin. Errechneter Entbindungstermin ist ja der 28. Und das wären auch nur noch so wenige Tage. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wir bis so lange noch warten müssen. Trotzdem starte ich jetzt einfach mal den Entbindungstermin-Countdown, weil das auch wahrscheinlich nochmal ganz spannend ist, zu gucken, ob das wirklich eingehalten wird oder nicht. Zeige ich dir jetzt nochmal kurz hier unser Waschbeckenbereich. Das Einzige, was eben noch fehlt, sind wirklich diese neuen Spiegel. Die lassen furchtbar lange auf sich warten. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Justus wollte jetzt nämlich doch Spiegelschränke haben, damit wir da zumindest so ein bisschen was reintun können. Und die würden dann bis, naja, fast da unten hingehen, wo du diese schwarzen Fliesen siehst. Aber das zeige ich dir dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, es ist noch fertig, bevor ich gebäre. Da müssen wir uns einmal überraschen lassen, ob das noch klappt. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall einmal fertig und dann starten wir in den Tag. Mal gucken, was heute so passiert. Baby-Countdown, Geburts-Countdown. Ich mache dir gleich auch nochmal ein aktuelles Babybauch-Update. Und dann können wir mal zusammen gucken, wie groß meine Kugel jetzt mittlerweile ist. Okay, ich hatte gerade wieder ganz schön lange, bestimmt eine Minute oder fast eine Minute lang, einen harten Bauch. Okay, es wird. Ich pack mal kurz hier Justus Hemd ein. Er hängt das hier einfach so an den Schrank, obwohl er das schon so eine große Hälfte hat. Guck mal, er hat jetzt hier oben alles voller Hemden. Oh, seine ganzen feinen Klamotten. Aber er hat sich auch schon neue bestellt. Also so ein bisschen was Legereres für jetzt Frühling, Sommer. Also wie versprochen, mache ich dir jetzt nochmal ein Bauchupdate. Wer weiß, vielleicht ist das der letzte Bauchupdate, den du bekommst. Meine Kugel sieht aktuell so aus. Es haben ein paar in den letzten Vlogs gesagt, dass der sich gesenkt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe sowas immer nicht. Ich weiß nicht, ich habe kein Auge dafür. Aber vielleicht die Community sogar eher, weil ja, du den ja sehr oft täglich fast in den Vlogs siehst. Kannst mir gerne mal schreiben, ob du meinst, dass er sich gesenkt hat. Also, soweit ich das verstanden habe, ist das bei mehr Gebärenden, also für mich ist es jetzt zum vierten Mal, gar nicht unbedingt nötig oder der Fall, dass sich der Bauch vor der Geburt senken muss, sondern es könnte auch einfach schon losgehen. Das ist eher bei Erstgebärenden, das habe ich jetzt einmal gehört. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall sieht er aktuell so aus. Ich zeige ihn dir nochmal komplett. Finde ich immer so ein bisschen schöner als mit Klamotten, da sieht man immer nicht so viel. Ist auf jeden Fall schön prall und rund. Ja, weiß ich nicht. Ob der sich gesenkt hat? Was sagst du? Siehst du irgendeinen Unterschied? Auf jeden Fall ist das ein Bauch im 10. Monat. Wir haben nicht mehr viele Tage bis zum errechneten Entbindungstermin. Der Baby-Countdown läuft. Und ja, man weiß nicht, vielleicht geht es sogar heute schon los, morgen
Und deswegen möchte ich das unbedingt festhalten. Das ist meine Kugel aktuell. Ich habe zum Glück eigentlich nie Probleme mit irgendwelchen Schwangerschaftsstreifen oder so. Ich habe immer mal so ein bisschen was, das auch einreißt, aber es reißt bei mir nicht so super dunkel ein. Also bei manchen Frauen habe ich gesehen, dass es so richtig dunkelrot einreißt. Bei mir bleibt es zum Glück relativ hell und das verheilt dann auch wieder so hell, dass man es eigentlich so mit bloßem Auge gar nicht sieht. Man muss da schon so richtig hingucken, wenn man das sehen möchte. Ja, das ist die Kugel. Genau. Nochmal von allen Seiten als Erinnerung. Ich finde das so schön. Also falls du schwanger bist, mach auf jeden Fall viele, viele Fotos. Mach Videos. Das ist so eine besondere Zeit. Das vergisst man leider auch viel zu schnell, wenn sie wieder vorbei ist. Deswegen ist das wichtig, wenn man davon Aufnahmen hat. Von vorne sieht man nicht so viel. Doch, das ist eine Wassermelone. Und jetzt nochmal hier von der Seite. Ich mag meine Kugel, die ist schön. Ich habe übrigens dieses Mal die Plazenta vorne, habe ich dir das schon erzählt. Ja, ich habe eine Vorderwandplazenta dieses Mal. Das heißt, glaube ich, dass man das Baby nicht so gut sehen kann, wenn es hier zum Beispiel nach vorne hintritt. Deswegen konnte ich auch noch bisher keine schöne Aufnahme machen, wie es so boxt. Aber das Baby ist auf jeden Fall aktiv. Babykugel, 10. Monat. Viel größer wird es nicht mehr werden. Das Baby ist breit. Das Baby kann jederzeit kommen. Hallo Mädels! Okay. Elisa. Das ist so ein tolles Bild, Elisa. Das hast du so toll gemacht. Hast du auch deinen Namen drauf geschrieben, ne? Ich glaube, das ist das erste Bild von einem Tier, was du gemalt hast, oder Elisa? Sonst hast du immer nur, oder hast du immer Menschen gemalt? Ja. Und jetzt ist das ein Pferd, oder? So toll. Also ich habe erstmal ein Pferd vorgemalt, das ich immer früher gemalt habe, nicht so ein schweres. Mhm. Und hat sie sehr, sehr gut nachgemacht. Weil eins von auch vier Beine hat es auch. So ganz alleine gemalt, Elisa? Mhm, klar. Ja, ich muss das mal angucken. Komm mal her. Wow. Mit Wolken auch. Mit Wolken, genau. Und Clara hat das gemalt und dann habe ich es nachgemalt. Es ist richtig toll geworden, auch mit Zaun, oder? Mhm. Zaun und da sind die Haare oder der Schweif, die Mähne. Ganz, ganz toll, Elisa. Das ist das Horn. Das Horn? Ein Horn? Ja, das hat aber keine Flügel. Kannst du ja noch mal. Ich habe auch Flügel dazu gemalt. Ja, toll. Jetzt ist es. Wie heißt das nochmal, Clara? Mit Horn? Ein Alihorn. Ein Alihorn. Jetzt ist es ein Alihorn. Guck mal, so schnell geht das. Von einem Pferd zu einem Alihorn. Ich bin so stolz. Lisa hat mir das eben gezeigt, das Bild. Und da dachte ich ja so: Hast du das wirklich alleine gemalt, Elisa? Und dann hat Elisa: Ja, ganz alleine. Hat klar, okay. Nicht irgendwas vorgemalt? Nein, ich habe das ganz alleine gemalt. Ganz toll. Elisa, guck mal, was wir auch dazu schreiben müssen, das machen wir bei Clara nämlich auch immer, dass wir das Alter dazu schreiben. Weil ich finde das so schön als Erinnerung. Also ich habe es jetzt gerade so vorgemalt, dass es nicht so schwer ist. Ah, okay. Das ist Claras Vorgemaltes? Das ist mein. Dann hast du das gemalt, ja? Genau. So toll. Aber Clara hat andere Wolken und ich auch. Dann kannst du dir hier noch ein Blatt Papier nehmen. Wir schreiben noch das Datum drauf, ja? Ja. Wir haben jetzt März 2021 und Elisa ist 4. 4 Jahre alt. Wieso? So finde ich das immer ganz gut. Dann ja, 4. So als Erinnerung. Da erinnert man sich immer dran. Clara macht das auch immer mit ihren Bildern, ne? Also sie muss immer das Alter draufschreiben. Weil ich finde das so schön dann so zum Nachvollziehen, was die Kinder dann schon mit so jungen Jahren konnten. Also, Habe ich das hübsch gemacht? Das hast du richtig hübsch gemacht. Du kannst es auch noch mal bunt malen, wenn du willst. Oder wir lassen dieses Bild so, wie es ist. Ja.
Und du malst noch eins oder machst du es schön bunt? Ich mache noch eins und den lasse ich dann auch so. Ach so, okay. Ihr Süßen. Ich habe ja das auch nicht, keine Farbe gemacht. Ja, aber Clara malt gerne mit Farben, ne? Ja, das habe ich jetzt extra einmal nur für Vorzeichen. Ja. Clara, können wir das mal wieder machen, dass du ein Pferd vorzeichst und das hier nochmal und dann mache ich dir nach. Ja. Okay, ich bin ganz schön. Einmal kurz aufstehen, weil hier sind die drin. Also okay, Mama muss wieder aufstehen. Ja, diese kleinen hier Kindersitzmöbel sind richtig gut. Sie halten mich so mal aus. Mami, soll da hin? Okay. Hier. Oh. Soll ich zeigen, was da drunter ist? Tada! Oh, ganz viel Mal- und Bastelkram. Das habe ich gemacht. Einfach da reingeschmissen. Na ja, so kann man gut aufräumen. Dafür ist es da, so ein bisschen Stauraum. Wo man alles hin tun kann. Okay, dann setze ich mich mal auf den kleinen Stuhl hier. Also zum Glück sind die so robust, ne? Ist ja voll Holz. Das hält mich also auch als Schwangere aus. Da sind noch ein paar Sticker drauf. Ne? Ja, Sticker von Georgina. Clara hat das hier gemacht, sie eine Blume und das habe ich gemalt. Ja, super. Eine Blume. Behalte das doch, Elisa. Ich bin ganz froh, dass du das machst, Clara, ja? Hier extra was vormalen. Elisa, willst du mal ein neues Tier malen? Ja. Was denn? So schön mit den Mädels. Ein Elefant? Ein Elefant ist leicht. Elisa. Bald kommt was ein Mädchen. Ich zeig dir mal, wie man ein Elefant. Ist so schön. Kannst du auch zeigen, wie Clara ein Elefant malt und ich das nachmale? Okay. Clara, malst du es hier? Dann kann ich das zeigen, ja? Jetzt ist hier Malstunde. Malunterricht mit der großen Schwester. Auf jeden Fall mache ich es erstmal vor. Hier drauf, hier mache ich ab. Ich habe schon die ganze Bilder. Ja, wir haben einen großen Papierverbrauch immer, ne? Aber das gehört auch dazu. Also, Lisa. Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Wie malt man denn einen Elefanten? Das weiß ja noch nicht mal die Mami. Früher habe ich einen Elefanten ganz einfach gemalt. Aber heute mache ich ein bisschen echter die, aber ich mache jetzt so, wie ich sie früher gemacht habe. Genau, für Elisa. Also Elisa, ne? Immer als erstes ein Kreis, egal wie. Dann noch ein Kreis dran. Hm. Wenn du willst, kannst du das auch wegradieren. Dann kannst du einen Strich als Rüssel nehmen oder zwei Striche. Und dann hier noch so. Ein Elefant hat zwei Striche? Genau. Und dann noch hier oben. Mein Gott, so Käse. Ein Auge. Am besten hier noch so ein Ohr. Wenn du willst, auch einen Mund habe ich immer früh gemacht. Dann hier noch ein Strich. Okay. Du kannst auch hier sowas dran machen, weil Elefanten haben hier so eine Buschel dran. Und dann noch Beine. Ich habe sie immer so gemacht. Du kannst auch Striche machen. Elefanten haben ja auch Nägel. Dann kannst du auch so machen, Elisa. Aber musst du nicht machen. Okay, so sieht dann der Elefant aus. Jetzt versuch mal. Du kannst auch Gras und Wolken dazu malen, okay? Ein Kreis. Super. Also dann, Elisa, sonst würde er ja so gerade gehen. Also jetzt nicht so, dass sie es so runter geht. Dann würde ich ihn, warte, so malen, dass hier der Kopf ist, ja? Oh. Noch ein Kreis, ne? Das ist dann der kleine Kreis, richtig? Da geht's auch. Ja. Aber ja, das geht. Und jetzt nur noch Ohren. Aha. Dann noch ein Rüssel. Er macht gerade zurück. Ah. Und jetzt Auge. Wieso ein Auge? Ja, der. Aber du kannst auch zwei Augen auf der Seite machen. Nein, ist schon okay. Okay. Und dann noch ein Mund. Ja, super. Und jetzt nur noch den Schwanz. Super.
Und jetzt nur noch die Beine. Wie ein Rutschkopf. Du kannst auch nur Striche machen, das ist einfacher. Ja, genau. Und mehr Beine hat er ja nicht. Super, das ist dein erster Elefant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 Beine, ne? Sehr gut, Elisa. Das hast du ganz toll gemacht. Findest du deinen Elefanten gut? Können wir noch eins machen? Da passt ja noch was hin. Soll da noch ein Tier rauf? Ja. Soll ich dir zeigen, wie ein Krokodil gemalt wird? Ja. Okay, ich zeig's dir. Ich mach jetzt einfach so einen Strich Krokodil, weil ein echtes Krokodil ist jetzt nicht so leicht. Ja? Also, am einfachsten ist es, wenn du erstmal einen Strich machst. Präsentation? Elisa, ich hab zum ersten Mal jetzt, was der Nutzen vom Radiergummi ist. Was denn? Also, zum Beispiel, du findest ja die Giraffe, die den Das ist das, was Clara vorgezeichnet hat. Elefant, ja, Giraffe, Vogel, Krokodil. Und Elisa zeichnet das gerade an. Also zum Beispiel, wenn du plötzlich, oh, ich habe was falsch gemacht. Dann nimmst du so ein Radici und dann machst du einfach rüber und dann ist es nicht mehr so doll zu sehen. Guck. Und du hast das schon ganz toll gemacht, Elisa. Guck mal, Elisas Krokodil hier unten. Ich habe einen Vogel gemalt. Und einen Vogel. Und da kommt noch die Giraffe. Genau, aber da ist Elisa nicht so zufrieden mit. Deswegen muss ich es nochmal wegradieren. Und dann macht sie es nochmal ordentlich. Elisa. Ich kann ja mal kurz zeigen, was unten im Garten los ist. Da ist nämlich gerade wieder richtig viel Action. Also du weißt ja, dass wir eigentlich Rollrasen jetzt haben. Und da sollte jetzt eigentlich nicht mehr so viel gemacht werden. Aber jetzt hat Justus riesige Kirschbäume bestellt. Die siehst du da, wie hoch die sind. Und ein Bagger muss die dahin bringen. Genau, weil dieser Knollen da unten, der ist einfach so dick und schwer, den kriegt Justus nicht von Hand. Also er dachte eigentlich, er macht das alles wieder mit seiner Schubkarre und so, so gemütlich. Aber ja, dann kam die große Überraschung eben. Und jetzt haben wir ein paar fleißige Gärtner, die uns dabei zum Glück helfen. Also Justus ist wieder ganz, ganz fleißig, tobt sich im Garten aus mit seinem Hobby da. Ich bin gespannt. Also er wollte ja unbedingt so ein bisschen Kirschblüten für mich machen, weil ich finde das so hübsch. Johann ist auch gerade nach Hause gekommen von der Schule. Deswegen machen wir jetzt so ein bisschen Familienzeit zusammen. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.